Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Die Folge nehme ich direkt nach der anderen übrigens auch nochmal auf. Aber gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Letzte Folge, deswegen sage ich das jetzt nochmal, weil ich nicht wusste, ob ich noch eine mache. Die kommt jetzt halt eine halbe Stunde später, weil... kommt eine halbe Stunde. Also ich mache es eine halbe Stunde später. Aus dem Grund, weil... Ich sag's euch gleich, aber wir gucken erstmal die Mission. Maika möchte mit dir sprechen, nur zu Besuch, Maika Bell. Alles klar, wir sind in Saint-Denis gesucht, Saint-Denis sag ich, in Annesburg gesucht, tot oder lebendig, deswegen meinen sie damit, es wird eine riesige Ballerei geben, sag ich. Aber okay, ich sag ganz kurz nochmal, während wir reiten, wieso ich jetzt nochmal aufnehme. Der Grund ist einfach nur, ich habe vor 30 Minuten circa, also vor einer halben Stunde ungefähr, die letzte Folge aufgenommen, hab mir aber gedacht, ich habe eigentlich noch ein bisschen Zeit, weil jetzt ist circa, ja, 2:30 ungefähr, ich kann kurz gucken, 2:25, das ist aber ganz gut. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit und deswegen, deswegen nehme ich jetzt noch eine Folge auf, die kommt aber erst morgen, also für euch ist es ja jetzt direkt hier da, aber... Was? Ich hab grad gedacht, what the fuck? Warte, was? Oh mein Gott, Messerstecher. Den musste ich loswerden, sorry, aber... Ey, was? Ich hab meinen Revolver verloren, kann das sein? Ah, ne, hab ich nicht. What the fuck? Random Angriff. Zum Glück nehme ich auf, weil eigentlich tue ich das hier nicht. Während dem Reitweg. Aber guck mal, genau sowas kann kommen. Damn. Ja, da oben ist noch einer irgendwo. Der da. Schön. Ich meine, wir plündern mal einen. Aber ich glaube nicht, dass sie so heftigen Zeug haben. Ich meine, schau dir den mal an. Was soll er denn haben? $3? Nee. Angebrochener Gin. Nee. Angebrochene Zigaretten und Munition. Also an sich ganz guten Loot, aber. Warte, was? Untersuchen? Kennen wir dieses Pferd nicht? Ist doch unseres. Gibt es da nicht so viel, was wir nicht wissen können. Naja, okay. Wobei ich stehen geblieben, genau. Und ich habe halt noch ein bisschen Zeit gehabt und deswegen habe ich einfach weiter aufgenommen. Aber die seht ihr erst einen Tag später. Also ich nehme die eigentlich am gleichen Tag auf wie die letzte Folge. Aber ja, die kommt erst morgen, weil ich noch was brauche für heute. Also ein bisschen schwer zu erklären. Aber okay, vergiss das einfach. Die Folge nehme ich einfach direkt dran. Ja, die kommt nur an einem anderen Tag. So. Übrigens zu dieser Bande, die wir gerade umgebracht haben, dieses kleine Teil da, diese 5 Personen oder so. Ich finde, an sich lohnt sich das schon, die zu plündern. Aber für den Stand, wo wir jetzt sind, nicht. Weil... Geld ist jetzt nicht unser Problem. Huch, ich sehe gerade auch, die Cam ist nicht ganz richtig. Das mache ich einfach kurz richtig. Wir sehen uns auch, wenn ich einfach da bin. Okay, Leute, ich bin zwar nicht da, ich habe jetzt aber die Cam gerichtet. Ich kann euch nochmal hier die Stats zeigen, kurz. Es ist nicht so weit weg, deswegen reite ich den Rest mit euch zusammen einfach. Falls nochmal was passiert einfach. Sollte ich öfters so machen. Aber ich habe halt keinen Bock, dass ihr dann 3 Jahre gereitet seht. Ist doch irgendwo ein Zug, oder? Nee. Keine Ahnung. Maika Bell, was ist denn jetzt hier los? Der ist in diesem Haus? Sag mir nicht, das ist von Mr. Downs. Oh.
Wieso reden wir eigentlich hier? Oh Gott, jetzt gibt es hier eine Schießerei, weil wir irgendjemandem Rache geben wollen. Oh mein Gott. Volk Dutch, ne? Ja. Übrigens, nur nebenbei so erwähnt, eigentlich finde ich das eigentlich ganz cool. Von dem Red Dead, also Red Dead ist an sich ein ganz geiles Spiel. Ich weiß, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen random und spät. Aber einfach nur so nebenbei, also ich habe so gestern nachgedacht. Ja, aber was sind wir eigentlich behindert? Können wir uns nicht immer ein Boot kaufen, woanders dahin gehen, dann werden wir gar nicht mehr gesucht und können da unser Geldproblem klären. Oder aber wofür suchen wir Geld? Frage ich dann so. Aber naja, scheiß drauf. Verstecken wir uns in dieser Kiste. Ich habe eigentlich keinen Bock hier zu sein, weil ich mir schon sehr sicher bin. Hier? Das war doch gerade richtig da. Hier. Junge, was ist das? Wieso dürfen die zwei dahin? Und wer ist jetzt das? Es muss doch jemand ganz Bestimmtes. Ja, Digga, das sind die zwei. Die Pinkertons. Also, was sind Pinkertons? Die Agents. Die zwei müssen wir umbringen. Und den auch. Die sind so richtige Stressmacher. Aber wenn wir jetzt reinschießen, dann ist es nicht so gut. Die den nicht sehen. Die zielen nicht auf ihn.
Der wird so verrecken jetzt. Maika ist irgendwo weggegangen, der wird gleich richtig. Jetzt im Ernst? Können wir das Schiff nicht Real Talk jetzt einfach nehmen? Ja, okay, das ist richtig blödes Dead Eye. Man sieht alles so richtig hell, Alter. Auf der Kamera muss dem noch heller gewesen sein. Der lebt vor allem noch. Alter. Ja, das, ich hab's mir auch schon gedacht. Wir haben damit zwar. Also, erstens, Maika, keine Ahnung, wo der ist. Wir sind auf jeden Fall zu zweit Dutch und ich. Also ich sicher weiß, dass das Dutch eigentlich kein schlechter sein sollte in Kämpfen. Ich habe meinen Hut nicht mehr, das ist ein großes Problem. Aber gut, das kann ich jetzt nicht hier ändern. Das ist einfach so, Leute. Sorry. Der Hut. Er. Hat er versucht wegzurennen? Och Gott, ich kassiere so viel. Ich wollte eigentlich beim Doc noch Medics kaufen. Also was heißt. Oh Gott, den wollte ich gar nicht. Ja, ich wollte den gar nicht abschießen. Das Auto-Aim ist einfach automatisch hingegangen. Der ist gestorben, das ist gut. Ich denke manchmal bei diesen Szenen, ich sterbe selber. Oben links. Achso, den hast du gerade bekommen oder wie? Oh, du bist hier hinten. Digga, ich dachte, der rennt so Kilometer ran. Aber nee, eigentlich bin ich der wo wegrennt. Er ist tot. Lass bitte Kekse essen. Das ist ganz gut. Erhöht unsere Regeneration, desto voller unser Herz ist. Das ist gut. Wieso willst du eigentlich hier hoch? Was ist denn hier oben nochmal? Ich hab's gar nicht. Folge Dutch und Maika, das machen wir. Ich gehe ein bisschen weiter vorn. Bro, lass mich kurz weiter. Ja komm, den fetzen wir. Was? Alter, die überleben echt viel, muss ich sagen. Mein Dead Eye ist out. Oh, ich wollte mich gar nicht so hinwerfen. Falscher Knopf, falsches Spiel. Kennt ihr das eigentlich? Wenn ihr. Oh, das ist ganz geil, der Trank. Weil der füllt uns normal auf. Und haben wir irgendwas, was. Das kann man nehmen. Das ist gut. Der müsste doch. Alter. Aber krass, dass keine neuen nachkommen, oder? Oh mein Gott. Habe ich irgendwas, was kein Minus-Dings-Herz gibt? Du bist krank, solange du krank bist, erhältst du Vorteile von einer begrenzten Anzahl Nahrung. Werde ich krank, wenn ich zu wenig Nahrung habe? Oder wie, was soll mir das sagen? Ich verstehe das nicht. Oder wenn ich zu viel habe. Ja, bitte, lass hier weiter. Ich habe meinen Hut nicht, deswegen ist es ein bisschen blöd. Weil das wird schwerer. Digga. Das ist. Lol, was? Wieso schießt ihr denn nicht auf die da oben? Hä? Ihr habt die doch mehr gesehen als ich. Ja, lol. Ich wollte gerade essen. Direkt. Alter. Beinschuss. Ja, lass bitte hier hoch. Ich fühle mich sicherer, wenn ich höher bin. Wie oben sind noch welche? Ach so. Ölwagen. Ist der das Ölwagen? Nein, ist doch kein Ölwagen. Der da. Platz doch. Genau. Okay, und den löschen wir als nächstes aus. Naja, immerhin hat er seine Rache dann bekommen. Oh mein Gott, das war Lust von mir eigentlich, aber ich habe ihn. Befreie die Pferde zum Entkommen. Zum Zufall sind es hier vier.
So, komm, let's go. Ja, wir sind. Es wird gleich eh noch was kommen, so wie ich Red Dead kenne. Aber wir können immerhin sicher sein. Ey, ich krieg einfach kein Leben. Ja, guck, es kommen noch welche. Habe ich den überhaupt getroffen gerade? Ich weiß nicht. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe den Revolver in der Hand, habe ich aber nicht. Wo ist. Junge, die schießen ja alle tot, bevor ich überhaupt die Chance habe. Warte, meinen Hut kann ich hier nicht nehmen, oder? Scheiße. Okay, egal. Wie die immer den Weg benutzen irgendwie, ne? So richtige Lappen einfach. Ich meine, wir gehen so einfach durch, so swag, sag ich mal. Aber die benutzen immer die Wege. Das macht aber übrigens schon einen Unterschied, wenn man keinen Sattel hat. Also, oder hat das Pferd einen Sattel? Bin blöd. Weil das macht irgendwie, das fühlt sich irgendwie anders an. Schwerer ist es jetzt nicht, aber vom Gefühl her ist es komisch. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber es ist auf jeden Fall anders da ohne Sattel. Also müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr Red Dead habt. Ich denke mal, nicht so viele von euch haben Red Dead, aber ich glaube, es macht viel mehr Spaß für die meisten zuzuschauen als zu spielen. Aber mir macht es viel Spaß zu zocken. Finde ich eigentlich ganz geil. Okay, das war's. Wenn. Ja, er ist gestorben. Jetzt, was bringt uns das? Okay. Ich sehe wirklich nicht gut aus. Okay, weil das so schön ist. Aber wir rufen kurz unseren Vetter. Machen wir eine Aufgabe. Weil es so schön wäre. Übrigens hier überall rot, wir werden gesucht. Saint-Denis, überall rot, wir werden gesucht. Rhodes gar nicht. Hier 120. So, warte. Bevor wir die Aufgabe machen. Jawohl, doch, wir machen noch eine Aufgabe und dann. Was bist du denn? Michael Bell. Stiehl den Wagen voll Sprengstoff vom Militär, kommen von Saint-Denis nach Annesburg fährt. Nein, das machen wir nicht, glaube ich. Oder? Ist es cooler? Revenant Swanson möchte mit dir sprechen. Ja, dann machen wir doch lieber den Wagen stehlen. Dann haben wir heute ein bisschen Maika-Aufgaben gemacht. Dann gehen wir lieber dahin. Aber ich würde eigentlich sehr gerne davor einkaufen gehen. Deswegen, hier gibt es nicht zufällig ein Dock, ne? Hier gibt es ja nur einen Waffenladen. Schlecht. Hier gibt es nur einen Hehler. Dann machen wir jetzt die Aufgaben und später gehen wir nochmal am Ende ein bisschen was einkaufen. Moni, alles ein bisschen bräuchten wir mal langsam wieder. Und unsere Waffen können wir auch mal wieder gucken, ob die verbessert oder gereinigt werden können. Da gehen wir alles noch mal einmal durch. So. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Keine Ahnung. Der juckt mich nicht. Ich nehme den Weg hier übrigens nicht mit euch zusammen auf. Der ist mir dann doch ein bisschen zu lang. Deswegen sehen wir uns einfach, wenn ich dort bin, falls was passiert.
Aber da bevor wir irgendwas machen. So, der Hut, den musste ich noch anziehen. Und ich habe hier keine Zweitwaffe, da will ich die Schrotflinte ausgerüstet haben, weil wir die länger nicht benutzt haben. Gut, dann mache ich jetzt einen Cut. Wir sehen uns, wenn ich dort bin. Bis gleich. So, ich bin jetzt auch da, Leute. Hier so ein vergammeltes Haus. Wieso mich hier nicht? Na, egal. Scheiß drauf. Ich habe übrigens gemerkt, ich musste meinem Pferd mal wieder seit Jahren fit bauen. Also, naja. Gott, die rasten hier richtig aus. Irgendwie bin ich gar kein Fan von Smiker. Er ist irgendwie crazy. Hey, wieso läuft er da? Mein Pferd ist doch hier. Nee, hey, warum ist mein Pferd jetzt hier hinten? Scheiß drauf. Volkbild, ey, mein Leben. Digga, musste auch mal sein. So, nee, wenigstens, du bist krank, solange, was, du bist krank, solange du krank bist, erhältst du nur Vorteile von einer begrenzten Anzahl Nahrung und Getränken. Ja, ich bin da verwirrt, ich bin krank, das ist scheiße, finde ich das. Ja, wir werden so verrecken, oder, ich schwöre, wenn Bill jetzt noch verreckt, ja, das ist der letzte wirklich. Wo ich den Namen kenne, außer von meinem Bruder John. Sadie kenne ich noch. Bill, Dutch und Micah halt, aber die bin ich nicht so der Fan von den beiden. Ja, sonst weiß ich es gar nicht. Ich glaube, es gibt doch safe noch jemanden. Charles. Digga. Oh mein Gott. Na, auf einmal gehen wir niemanden nicht nach vorne. Gehen, weil was, wo? Soll ich hier einmal durchrennen? Oh, das war nicht geplant, aber. Digga, was ist das für eine verrotzte Stadt? Schaut euch das mal an. Aber okay. Digga, das sind doch schon viele. Warte, wann soll ich schießen? Warte, bis Bill angreift, okay.
Oh, das war geil. Das war richtig, oder? Hat sich gut angefühlt. Sniper können wir auch mal spielen. Oh mein Gott. Haben wir auch gefühlt noch nie gespielt. So. Zumindest mit Zielfernrohr. Gibt's mehr? Ja, dich nehme ich noch. Na komm. Ja, der will wegrennen. Steig auf den Wagen. Ja, warte, ich muss doch. Ja, ich springe einfach raus. Ja, ich komme doch schon. Du musst doch mal. Fahrer, komm. Fahr, reite. Oder warte, kann man sagen, fahren? Kann man zu einer Kutsche fahren sagen? Ich sag jetzt einfach fahren. Pferd, komm mit. Jetzt kommen die Pinkertrans gleich. Safe. Was ist das? Ein Carcano-Gewehr. Ach, das war, womit wir geschossen haben. Hab mich schon gewundert, was es ist. Das sieht voll weird. Aber das ist nicht meins. Dich nehme ich mir vor. Na komm, als ob du noch lebst. Aber so ist es echt schlimm mit dem Sniper. Dann nehme ich wirklich lieber das da. Ja, das ist viel angenehmer. Ich würde ihm sagen, die Sniper oder dieses Carcano oder wie das hieß, Gewehr, kann man schon benutzen, aber für so eine Kutschen-Dings, also nee, da muss schon ein Schild sein. Aber das ist ja auch normal bei einer Sniper, denke ich mal. Was ist los? Ja, das Dynamit darf auf gar keinen Fall abgeschossen werden, ne? Tot oder lebendig? Sind wir das nicht schon die ganze Zeit? Er ist tot. Hinter uns ist einer, natürlich. Zwei sogar. Erst den hinteren. Weil er wusste, wenn ich hinten bin, bin ich safe. Deswegen töten wir jetzt den hinteren. Wir laden nach. Wir haben nur noch so ein bisschen Schuss. Rechte Seite, was? Oh, danke. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Ach, komm schon. Ein Heady. Schön. Das wollte man doch sehen. Boah, die Box ist echt zerschossen. Wenn die, falls die so noch davor nicht war. Vor allem viele, also kann man irgendwo später sehen, ich hoffe es mal, wie viele man gekillt hat insgesamt. Weil das würde mich echt interessieren langsam. Ein Glück. Ja, wie? Was für Glück? Wir sind Digga, ich bin einfach ein guter Schieße. Mein Leben ist gerade mal bis zur Hälfte und ich habe nicht mal einen Trank benutzt oder so. So, begib dich zum Treffpunkt. Fahrer wechseln. Nee. Wieso sollte ich fahren? Der. Das ist nicht so ein cooler Plan. Ich habe gar keinen Bock auf ihn. Ja, okay, wisst ihr was? Wir strecken das einfach ein bisschen. Nee, scheiß auf Strecken, machen wir nicht.
Ist doch auf 30 Minuten. Ich dachte, wir wären auf 20. Huch. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, hat diese Folge gefallen. Wir machen uns einfach nächste Folge mit Song Denise, mit dem Waffen-Upgraden und so. Das machen wir als allererstes. Auf jeden Fall hoffe ich, hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Gebt mir auch noch einen Hut für mehr Red Dead Redemption 2. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dafür verpasst ihr keine Videos mehr. Ebenfalls könnt ihr das Video liken für mehr Red Dead Redemption 2. Schaut euch die anderen Folgen an, wenn ihr es nicht getan habt. Ihr könnt auch meinen TikTok auschecken. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Patrick Fritz 2 heiße ich auf TikTok übrigens. Bei 1 war halt schon vergeben. Oder beziehungsweise ohne 1. Einfach nur Patrick Fritz war vergeben, leider. Man sollte erkennen, welches meins ist. Das ist das normale braune P wie mein Banner hier auf YouTube. Minecraft Modrock könnt ihr es auch anschauen. Das ist ein neues Projekt. Leider ist es aber kurz vorm Beenden gefühlt. Aber ihr könnt es selbst anschauen, wieso. Aber naja, bis nächste Folge und ciao, Leute.